Ein herzliches Hallo, meine Freunde. Es ist immer Ja, toll. Es ist immer noch tiefste Nacht. Ich mache hier die Tür trotzdem wieder zu, weil irgendjemand läuft hier draußen rum anscheinend und killt Leute. Naja. Wie ihr hier schon lest. Ich glaube es zumindest. Naja. Ich versuche jetzt mal hier die halbwegs so reinzubekommen. Dann muss ich die dann wieder nicht splitten, wenn es zu weit ist. So, ich bin ja eh noch ein bisschen hier im Haus. Allerdings ist das Blöde, wie ihr schon merkt, ist gerade mein Feuer ausgegangen. Und da ist es relativ stockfinster jetzt. Scheiße. Ja. Gut, dann machen wir die wieder zusammen. Ja, Holz braucht man wirklich so extrem viel in dem Spiel. Das ist echt nicht normal. Mein Gott, ich sehe überhaupt nichts. Jetzt können wir das mal und Metallfragmente. Jetzt dürften wir aber wirklich viel machen können. Ach du Scheiße, ich sehe hier wirklich überhaupt nichts. So, schauen wir mal Gunpowder. Machen wir mal Gunpowder. Ja, egal, komm. Gunpowder kann man nie genug haben. Wenn wir hier schon 40 drin haben, ach komm, dann mach nochmal 30. So, und dann machen wir jetzt mal, schauen wir mal, ob wir die machen können. 256, was ist das? Ah, okay. Ob wir uns die Low Quality Metal, dürfte sich jetzt eigentlich ausgehen. Wie viel brauchen wir? 12. Low Quality Metal, oh, da 12 müssten sich doch jetzt wirklich ausgehen. Basteln wir uns auch eine 9mm. Das ist dann relativ abgedeckt alles vorerst zumindest. Dann hat man auch was für Nahkampf, für weitere Distanzen. Da ist die 9mm dann doch recht praktisch. Oder beziehungsweise die 250, aber das ist ja auch eine 9mm Pistole. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, egal. Flying Keks. Brauchen wir noch die Schrode Patronen 9mm, was ist zwei, also das ist 556, ja, NATO Munition, mein Gott. Shotgun Shells können wir ruhig auch mal einige basteln. Ja, wie 17 geht anscheinend nicht. Schuss sind jetzt auch nicht die Welt, muss ich auch dazu sagen. Aber naja, kann ich jetzt noch ein bisschen was von denen machen? Nee. Weil ich kein Gunpowder mehr habe. Kein Schießpulver. Ja, so schnell ist das weg. Jetzt wird schon ein bisschen heller. Von Sinn. Nö, das wollte ich nicht. Nö. Auch nicht. Mein Gott, da ist die Munition drin. Nein, da ist die Munition drin. Verdammt. Verdammt, sag's dann. Packe ich die 9mm jetzt auch noch da rein, wenn ich keine Munition dafür habe. Bringt's ja auch nichts. Gunpowder, wo haben wir jetzt das da drin? Da hat nur das drin, ja, ich habe da jetzt gesplittet, ist ja auch im Grunde egal, machen wir das wieder so rein. Ach. Die Metal Fragments nehmen wir jetzt auch mal hier rein, dass ich da auch nichts verlieren kann. Dann schauen wir mal in den oberen Stock. Und bauen da mal weiter, da dürfte es auch ein bisschen heller sein draußen. Ist hier eigentlich noch Holz drin? Auch nicht. Toll. So. Dann die Fenster. Die normale Dings geht sich ja nicht mehr aus. Hier haben wir noch eine Wooden Plattform. Die packe ich jetzt auch mal hier rein. Unter die Stufen hier rein. So, die behalten wir uns noch. Könnte mal die nachladen. Wie viel haben wir jetzt noch? Splitten. Dann habe ich noch 6. Ja, im Grunde egal, komm. Aber die lege ich jetzt auf jeden Fall noch weg, die Steine. Also die hier. So. Ja, was machen wir jetzt? Ist finster jetzt ein bisschen, ne? Ich könnte natürlich jetzt ganz schnell hier... Ich habe ja da eine Taschenlampe... Ne, habe ich nicht. Verdammt.
könnten ganz schnell hier runterlaufen in das Gebiet hier. Zwischendurch muss ich ein bisschen ruhiger reden. Ich rede da immer ruhiger, dass ich das Bellen auch höre. Ein bisschen Holz sammeln. Obwohl die Sonne geht schon wieder auf, oder entweder die Sonne geht bald wieder auf, oder hinter mir wächst gerade ein Baum relativ schnell. Und noch einer. Und ich habe mich, wie gesagt, absichtlich hier ein bisschen platziert, weil auf der anderen Seite, habt ihr gesehen, sind rote Tiere, da bekommt man die Baupläne her. Und hier unten haben wir gleich so ein Gebäude. Hier geht die Sonne irgendwo auf. Da sieht man schon an der Morgenröte. Und hier sind so Gebäude, da sind auch ein paar Blueprints drin. Jetzt muss ich mich natürlich jetzt beeilen, weil das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich noch einen Radioaktivanzug an. Also so einen Schutzanzug. Seht schon, hier sind die Kisten. Juhu, 9mm Munition. Bis 500 Reds kann man hier drin bleiben und dann wird's langsam aber sicher kritisch. So, jetzt weiß ich nicht, war hier auch irgendwas drin? Ja, hier sind auch noch Kisten. Oh, das freut mich natürlich sehr. Noch mehr. Such den hackerfreien leckeren Server mit Double Performance, dann komm auf. Grinsebacke, grimmige Grinsebacke. Wie viel haben wir? 124? Ach, da kann ich noch ein bisschen. Die werden auch... Da war gerade jemand. Hallo? Hallo. Freundlich? Ja. Okay, cool. Brauchst du was? Ja, eine Waffe wäre ganz gut. Ich greife dich versprochen auch nicht an. Musst du ein bisschen warten? Ich habe jetzt keine dabei, außer die hier. Ich kann dir eine 9mm dann geben. Ja, okay, eine 9mm wäre geil. Ich muss nur jetzt... Ach Gott. Ich muss mir jetzt hier raus, weil meine Reds sind schon bald bei 200. Okay. Du kannst aber mir nachgehen, dann bekommst du auch was zu essen und Klamotten. Jetzt wäre es natürlich ein Arsch, wenn ich den jetzt über den Haufen knallen würde. Rein in die Hütte und über den Haufen knallen. Das wäre fies. Das ist natürlich die Frage, finde ich überhaupt wieder zurück? Ich hoffe ja. Das wäre natürlich noch peinlicher, wenn ich jetzt nicht mehr zurückfinden würde. Ich glaube, hier hoch muss ich, ne? Ja. Das wäre echt fies, wenn ich den jetzt über den Haufen schießen würde. Und dann geben wir denen mal eine 9mm. Ja, ja, klar. Wo ist er? Ja, ja, klar. Ich habe ja auch noch ein paar Blueprints. Vielleicht kannst du die brauchen. Okay, das ist geil. Dankeschön. Geben wir denen zu essen auch was. Brauchen wir sonst noch irgendwas hier? Ach komm, das können wir ihnen eigentlich auch mitgeben. Vielen Dank. Ich hau den mal ab, ne? Oder? Dankeschön. So, jetzt aber. Crazy Cyberclone. Ciao. Dankeschön. Ciao, kein Ding. Raus aus meinem Haus! Es wäre echt fies gewesen eigentlich. Ich
man müsste eigentlich wirklich mehr ein Arschloch werden hier in der Spielwelt. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Aufnahme gewesen, wenn ich den jetzt hier hingelockt hätte, die Tür zugemacht hätte. Das ist ja nämlich auch so ganz cool, wenn er kann jetzt meine Tür nicht aufmachen, auch wenn er drinnen ist. da die Tür zumache und den einfach zu meinen Sklaven mache oder ihn erschieße, hier drinnen dann, das wäre böse. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich habe jetzt wenigstens auch 9mm Munition gefunden, auch wenn ich jetzt meinen 9mm hergegeben habe. Wir schauen dann später am Tag nochmal zurück. Das splitte ich jetzt auf jeden Fall mal. Wir schauen dann am Tag auf jeden Fall nochmal zurück zu den Gebäuden. Und da crafte ich mir jetzt noch ein paar Pfeile. Und ich muss mal kurz was trinken. Ach verdammt, es steht weit weg. Okay, draufgeschissen. Wir schauen jetzt am Tag nochmal zurück zu den Gebäuden und dann, da finden wir bestimmt auch noch was, wenn der Typ nicht alles weggeräumt hat. Naja, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Rust. Ciao, Leute.